Super, super. Alle Erwartungen übertroffen. Also das muss ich erstmal so loswerden. Ja. Sehr spielerisch. Ja, man hat gemerkt, dass das nach und nach alles, auch von der Gruppe hier, so schön alle so die Energie, alle mitgegangen sind, alles sich langsam geöffnet hat. Und man hat sich dann, also ich habe es gemerkt, dass jeder sich getraut hat, auch mal aus sich rauszukommen. Und die Übungen, alles was gemacht wurde, mit viel Liebe, mit viel Geduld. Und wie schon gesagt, ich war echt baff. Ich kann es nicht glauben, ja. Also den ersten und der letzte Tag, also das hat sich total gelohnt. Also ich bin fast hype jetzt, ja, dass ich jetzt wirklich jetzt weiterhin trainiere. Und ja, Wahnsinn. Also das muss man wirklich erleben. Wo ich am ersten Tag hier war, habe ich gesagt, also nicht Zweifel, aber ich bin auch mit sehr offenem Herzen hierher gekommen. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dass man auch an sich glaubt. Und Evelyn und Axel, die sind wirklich nur am Motivieren und Power, Power, Power. Man merkt es. Also ich habe bis jetzt wirklich kein Seminar erlebt, das mit so mit Freude und Hingabe, wirklich mit Hingabe gemacht wurde. Und ich gehe mit viel mehr Energie raus und mit viel mehr Selbstvertrauen, was ich auch wollte. Und auch diese Intuition, das war mein Hauptziel. Auch viele Übungen mitgekriegt, wo ich auch weiterhin arbeiten kann. Und ich bin sehr glücklich. Ich habe es gemerkt, dass ich mich etwas freier fühle. Also ich kann leicht atmen, vom Gefühl her. Ich fühle mich viel glücklicher. Und ja, und ich kann es kaum warten, das weiter zu erweitern. Hat sich deine visuelle Wahrnehmung verbessert? Ja, auf jeden Fall. Also das war das Hammerste, was ich jetzt erlebt habe. Ja. Dass das bei mir, wo ich, wie schon gesagt, vom ersten Tag an, dass ich so leicht sehen konnte. Und ja, das Wichtigste ist, dass ich meine Brille jetzt überhaupt nicht brauche. Ich habe immer diese Sehbrille, Lesebrille gehabt. Und bis jetzt hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis, nicht mal habe ich an diese Brille gedacht. Und ich kann ohne Brille besser lesen. Also ich habe das Gefühl, nicht das Gefühl, es ist so, dass ich jetzt auch schreibe oder lese ohne Brille, dass es schärfer geworden ist. Also das ist mein Sehstärke besser geworden ist. Also klarer, auf jeden Fall. Ja. Okay. Da steht Feldenkreis, Ausbildung, Frankfurt, 2019 bis 2023. Mhm. Und dann hier steht es noch, bitte. Vierte? Mhm. Vierjähriges. Mhm. Vierjähriges. Ausbildungsprogramm. Jawohl. Zum Feldenkreis Pädagogik. Also ich sehe hier die Bäume. Hinten sehe ich irgendwie einen Turm. Mhm. So ein Turm ist das, das blitzt. Hier ist das Gebäude. Mhm. Hier sehe ich ein Gebäude. Hier sind die Bäume. Hier ist das Fenster, die weiße Grill. Was ist denn da besonders an dem weißen Grill? Das sind so diese Formen, das geht also auf vier Seiten geht es, so kreuzmäßig. Hier sind Blumen, grün, gelbe Blumen, sind hier unten sind zwei und oben sind kleine. Ja. Aber gut, ich sehe jetzt bis dahin, da hinten die Häuser sehe ich noch, die Straße sehe ich noch, Reifen, Autos. Warte mal, ich guck mal, ob ich wenigstens die Kennzeichen hier lese. Warte mal. Genau. Ich gehe jetzt rüber. So. So, hier ist das. Das ist ein blaues Auto. Ja. Ja, und das Kennzeichen ist FBMA281. Okay. Ja. Hier ist ein Stangen hier, zwei Stück.
So. Das ist auch ein so ein Metallic-Auto. Ist es schwarz? Ja, schwarz. Schwarz. Und das Kennzeichen ist PFAE43. Dankeschön. Das ist ein Mercedes sogar.